Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Das Jahr 2020 war ja jetzt nicht so das ganz unspektakulärste Jahr für, ich glaube, jeden Menschen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dieses Jahr ziemlich viel so passiert ist, womit keiner gerechnet hat. Und jetzt aktuell ja so eine, naja, so eine Stimmung verbreitet ist, dass alle sagen, ja, hier möge 2020 bloß so schnell wie möglich vergehen und hoffentlich kommt sowas nie wieder und was auch immer. Aber ob es 2021 besser wird, weiß niemand. Aufgrund dieser Tatsache möchte ich heute mal herausfinden, was denn für mich für 2021 vorhergesagt wird. Es ist so, dass ich zum Beispiel so Horoskope und sowas an sich lese, aber das nie irgendwie mehr zum einen merke und dementsprechend dann irgendwann was darauf zurückführen kann oder ja, nichts darauf zurückführe und zum anderen ich dann nicht so wirklich dran glaube, aber ich das halt irgendwie voll interessant finde, was da immer so geschrieben wird. Und ich dachte mir, ich werde mich heute mal ein bisschen von den Sternen für 2021, also mir meine Zukunft in 2021 vorhersagen lassen. Wir klicken gleich mal das erste an. Das erste wird schon nicht so schlecht sein. Gut, dann suchen wir mal. Mein Sternzeichen. Jahreshoroskop 2021. Was habe ich jetzt schon wieder geöffnet? Das Jahr 2021 hat dir einiges zu bieten, worauf du dich freuen darfst. Das klingt doch gut. Vom 9.5. bis 3.6. steht dir dann auch noch Venus in deinem Sternzeichen. Freue dich über eine besondere Zeit zu zweit und über allerbeste Flirtchancen, falls du noch Single bist. Im August brauchst du dann viel Freiraum. Das weckt die Eifersucht des Partners oder Flirts. Gibt es da etwa jemand anderen? Im Herbst nimmst du deinem Liebling diese Zweifel. Unter der Waage-Energie könnt ihr beide euch nochmal neu ineinander verlieben. Gegen Jahresende geht dein Temperament mit... mit der... Scheiße, wieso kann ich das nicht ernst nehmen? Das ist... Ich weiß nicht wieso, ich kann das gerade nicht so ganz ernst nehmen. Aber ich bin gerade irgendwie, aufgrund dessen, dass ich es nicht so ernst nehmen kann, zu voll, mir da irgendwas zu notieren. Aber so ganz grob ist es ja auf jeden Fall, ich weiß nicht, was in den anderen Sternzeichen steht, von allem was dabei. Wahrscheinlich schreiben die es einfach bei jedem... also bei jedem Sternzeichen in einer anderen Reihenfolge. Thema Erfolg. Du brauchst kein Brainfood, denn dein Geist ist bereits Mitte März hellwach und du hast eine gute Idee nach der anderen. Das hoffe ich. Wenn es für mich beruflich so weitergeht, wie ich mir es wünsche, dann beginnt das nämlich im März. Schreib dir diejenigen auf, die sich nicht sofort verwirklichen lassen. Richtig. Passiert mir aktuell auch. Ich muss mir jeden Scheiß aufschreiben. Das wird eine extra lange Erfolgsstrecke, in der dir einfach alles gelingt. Na, das ist doch super. Also, das wollte ich hören. So, nächste Seite, astroportal.com. Und da guckt mich hier gleich der Erich Bauer an. Und der guckt mich echt gruselig an. So, Zwillinge. Ein super Jahr auf allen Gebieten. Na, was will man denn mehr? Immer glücklich, immer heiter. Ihr Image als frohe Natur mit nie versagendem Charme und stabiler Strahlenlaune macht sie zu everybody's Darling. Sie haben die Leichtigkeit des Seins gepachtet, so scheint es. Sie sind Dauerspaziergänger on the sunny side of the street und... Scheiße, ich kann das aber nicht ernst nehmen. ja, aber was... Was sie verlieren, das ist vielleicht spannender, weil das ist, dass ich ein fröhlicher Mensch bin, weiß ich selbst. Sie reden gerne los, ohne lange zu überlegen. Das wird ihnen mit Saturn nicht mehr so leicht gemacht. Mit anderen Worten, sie werden im kommenden Jahr nicht mehr unbedingt ernsthaft. Was? Sie werden im kommenden Jahr zwar nicht unbedingt ernsthaft, aber sie verhalten sich überlegter. Oh nö, dass sie sich eher in ihre Karriere verlieben als in ein menschliches Wesen. Meinetwegen, wie gesagt, beruflich würde ich hier ab März was richtig Krasses starten und da kann ich mich halt gerne, dann verliebe ich mich halt in meinen neuen beruflichen Werdegang, was auch immer. Okay, ich habe gerade hier einen Schwindel aufgedeckt. Auch das letzte Viertel des Jahres 2014 bietet große Chancen für solche Zwillinge. Habt ihr hier gerade einfach das Horoskop von
2014 hierher kopiert. Okay, da lese ich nicht weiter. Thema Gefühle. Saturn als Sitz von Gefühlen. Weil sie einen nur davon abhalten, im Leben etwas zu werden. Es geht primär um Sachlichkeit, nicht um Gefühle. Das finde ich schön. Das klingt doch... Das ist so ein kurzer Abschnitt und der bringt es auf den Punkt. Das große Mondritual. Nur wenn sich Saturn und Mond die Waage halten, wird ihr Leben fruchtbar. Ich habe zwar gerade furchtbar gelesen und glücklich. Weil Saturn regiert, müssen sie das Mondprinzip stärken. Wie machen sie das? Indem sie öfters unter dem Vollmond spazieren gehen und Kontakt aufnehmen zu unserem Begleiter am Himmel. Alles klar. Grüße gehen raus an den Mond. Zwar lassen sie sich nicht schnell auf eine neue Person ein, doch wenn es passiert, wird es heiß. Auf den Frühling können sie sich ebenfalls freuen. Erotikplanet 9. Mai bis 3. Juni. Das habe ich schon mal woanders gelesen. So, Berufe und Finanzen. Mitte März. Ideenreichtum. Könnt ihr nicht unterschiedliche Sachen sagen? Das ist ja voll langweilig. Also, Horoskop Zwilling. Leben 3 von 5. Beziehung 3 von... von 4. Nee, es geht bis 5, oder? Aber bei niemandem läuft es in der Beziehung hier rund. Okay, na, das ist doch schon mal schön. Liebe Zwillinge, Sie sind zwischen dem 21. Mai und dem 20. Juni geboren. Ja, ach was. Insgesamt wird es ein tolles Jahr für Sie. Okay, also. Wow, hier sind ja... Ach du Scheiße, das ist einfach... Wieso zur Hölle machen die ein Horoskop mit Emojis? Also, allgemein. Allgemein 4 Haken. Liebe 3 hatten wir hier gerade bei Beziehung auch. Karriere 4, gut. Beste Kompatibilität, Zwillinge plus Fische 85%. 85% ist aber nicht so gut. Bester Monat Juli, schlechter Monat November. Okay, es wird Höhen und Tiefen geben. In den ersten 3 Monaten schwanken Empfindungen des Zwillings zwischen großer Zufriedenheit und enormem Stress. Liebes Horoskop Zwilling 2021 bereit zum Heiraten. Und dann sind dann 4 von 5 Sternen. Also, das Horoskop des Zwillings steht für das Jahr 2021 vor allem neuen Begegnungen und freundschaftlichen Umgang mit engen Freunden vor. Dennoch kann der Stress des Alltags ihrem Spaß mal im Wege stehen. Vorsicht im Februar, Juni und Oktober vor Missverständnissen, die auf unzureichende Kommunikation zurückzuführen. Merkt euch, Kommunikation ist das Wichtigste. Obwohl ihr ja in der Liebe recht vielversprechend beginnt, ach, jetzt ist es doch anders, wird es später kompliziert und sie werden letztendlich noch eine Weile Single bleiben. Hallo? Das wisst ihr doch nicht. Doch dann warten wunderschöne Momente intensive Liebe auf sie. Sind sie einmal in einer romantischen Beziehung, können sie sogar über eine Hochzeit nachdenken. Na, was denn sonst? Wenn man in einer romantischen Beziehung ist, denkt man wohl oder irgendwann über eine Hochzeit nach. Doch gegen Ende des Jahres stellen sie hohe Ansprüche an ihren Partner und können die Beziehung beenden, falls sie sich in einer aussichtslosen Lage gefangen fühlen. Also Entschuldigung, aber man kann jederzeit eine Beziehung beenden. Daher ist es wichtig, offen und ehrlich mit anderen zu kommunizieren und nicht die Geduld zu verlieren. Okay. Wieso zur Hölle steht, welches wird der beste und welches der schlechteste Monat für den Widder? Aber hier oben steht Zwilling und hier unten steht auch Zwilling. Also die Portale haben wahrscheinlich bei der Website-Erstellung nicht ganz so drauf geachtet, was sie da kopieren und wo einfügen. Also der beste Monat, der ist tatsächlich der Januar, glücklicher als je zuvor. Na, das ist doch mal schön. Dann haben wir hier noch einmal 70% Juli, wundervolle Momente, meinetwegen, Sommer ist eh schön. August, Sommerliebe, 60%. Oktober, das Glück ist auf ihrer Seite, 60%. April 65%, es geht voran. März 60%, ein positiver Frühling. Okay, jetzt habe ich was aufgedeckt. Also, das Jahr 2021 steht im Zeichen des Saturns. Zum ersten Mal herrscht er 2014. Deswegen hat der gute, dieser Herr so und so, das von 2014 eingeschrieben, weil er es einfach genauso kopiert hat. Und das nächste Mal wird es 2028 soweit sein. So viel gleich mal vorweg. Der Saturn wird nicht als Glücksplanet gefeiert, aber dennoch hat er eine sehr große positive Wirkung auf uns. Er unterstützt uns dabei, wenn wir uns mit nicht so angenehmen Dingen in unserem Leben konfrontiert sehen. Das ist für uns alle eine große Chance, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich dabei neu kennenzulernen. Vielen Dank, lieber Saturn, aber ich glaube, ich habe mich dieses Jahr schon genug selbst neu kennengelernt. Zwilling Dekan 2, geboren am 1. bis 10. Juni.
für Zwillinge bestimmt der Transit von Neptun im Jahr 2021 eine Zeit, in der ihre Kreativität gefördert wird und sie leicht aus Schwierigkeiten herauskommen können. Sie werden mehr als sonst in der Realität gegründet sein und die besten Entscheidungen treffen. Wow. Karriere. Ihre neue Vorgehensweise im Job wird schon im Januar 2021 fette Früchte tragen. Na, das ist doch schon mal schön, denn neuerdings tun sie sich nicht nur durch geniale Ideen, sondern auch durch einen eisernen Willen und Disziplin hervor. Das muss ich mir aufschreiben, das klingt süß. Ohne größere Probleme. Es liegt an Ihnen, Exzesse zu vermeiden oder Ihren physischen Zustand zu gefährden. Zu Deutsch, einfach nicht zu viel trinken, dann geht es einem nicht schlecht. Ja, ach was. Mit Missverständnissen aufpassen. Diese können dank schlechter Kommunikation leicht entstehen. Was ich sagte, Kommunikation ist das Wichtigste. Und das meine ich jetzt gerade auch ernst, auch wenn ich mich über alles übelst lustig gemacht habe. Aber Kommunikation ist wirklich wichtig, egal in was. Also in einer Beziehung, in einer freundschaftlichen Beziehung. Aber das wisst ihr hoffentlich alle selbst. Single-Zwillinge bleiben wohl noch eine Zeit lang Single. Also sollte man sich vor dem Beginn des Jahres 2021, wenn man nicht mehr alleine sein möchte, dann vorher noch einen Partner suchen. Alles klar. Nach dieser Phase steht jedoch die Chancen für eine romantische Beziehung mehr als gut. Was für eine Phase 2021 als generell, als Phase oder was? Zwillinge fühlen sich dann so wohl, dass sie vielleicht sogar über eine Heirat nachdenken. Das betrifft vor allem vergebene Zwillinge. Na hä? Wenn man nicht vergeben ist, wieso denkt man dann über eine Heirat nach? Entschuldigung, aber... So. Vor allem mit dem Sternzeichen Fische kann es 2021 etwas werden. Ich habe halt keinen Plan, wann welches Sternzeichen ist, deswegen kann ich da jetzt gerade nicht so viel sagen. Aber es ist auch schon mal schön, dass das Sternzeichen Zwilling zu den 5 Sternzeichen zählt, die laut der Seite hier 2021 überhaupt ein Liebesjahr erleben. Zwar sie sich nicht schnell auf einen... Ah, da fehlt ein Wort. Wahrscheinlich... Zwar lassen sie sich nicht schnell auf eine neue Person ein, doch wenn es passiert wird, das heißt, das habe ich doch schon mal gelesen, vor allem mit einem Menschen des Sternzeichens Fische, kann 2021 gut klappen. Gegen Ende des Jahres werden die Anforderungen von Zwillingen an ihren Partner jedoch immer höher. Was habe ich? Ach so, und der Astro-Tipp. Okay, ich glaube, das ist auch eine gute Sache, womit ich das ein gutes Schlusswort für das Video, der Astro-Tipp der Seite. Ehrliche Kommunikation ist alles. So können Sie sowohl beruflich als auch privat viele Missverständnisse. So können sowohl beruflich als auch privat viele Missverständnisse vermieden werden. Und an dieser Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand die Idee einfach mal total lustig, mich mal da ein bisschen in verschiedene Horoskope reinzulesen, das ein bisschen zu vergleichen. Eine grobe Tendenz war ja überall ähnlich. Und gerade das hier, das mit dem Datum 9.5. bis 3.6., dass ich das so oft gelesen habe, bedeutet ja schon mal, dass die auf jeden Fall nicht sich das irgendwo herholen, die Informationen, sondern alle mehr oder weniger ähnliche Schematiken haben, um irgendwas zu deuten. Was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe jetzt hier eine Karteikarte hinten und vorne beschrieben mit meiner so groben Voraussage für das neue Jahr. Ich bin sehr gespannt, was davon wahr werden wird. Wie gesagt, ich nehme das alles nicht so ganz ernst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allem unterhalten. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte wie immer unten drunter. Und ja, ich hoffe, dass euer Jahr 2021 ebenfalls ein gutes Jahr wird und was auch immer man für euch voraussagt. Wenn ihr jetzt auch Zwillinge seid, dann habt ihr es jetzt gerade eh alles gehört. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt ein gutes neues Jahr 2021. Und ja, dann bis zum nächsten Video.